Ich glaube, man muss diesen Comic so ein bisschen auf zwei Ebenen sehen. Also auf der einen Seite eben das, was er will, und das ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, also diese Aussage, die natürlich wunderbar ist und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich ihn als Comic manchmal ein bisschen zu vorhersehbar. Also die Geschichte, die er mir erzählt, ist wirklich so diese klassische Coming-out-Geschichte, die ich schon in 50 anderen Filmen und Büchern irgendwie konsumiert habe. Das ist ein bisschen schwierig, das auszudrücken, weil auf der einen Seite ich auch immer im Kopf hatte die ganze Zeit, ja, sie will ja wirklich das Richtige und das ist eigentlich falsch, was Schlechtes dagegen zu sagen. Aber ich finde von der Art und Weise, wie es aufbereitet ist, das, was sie sagen will, es ist mir manchmal ein bisschen zu trivial. Ich fand das Anliegen zu sehr im Vordergrund. Dass, es will tatsächlich auch belehren. Es will allen klar machen, wir sind doch nur lesbisch und das ist doch gar nicht schlimm und so. Ne? Das ist, also es erinnert mich so ein bisschen an die Konsequenz damals. Erinnerst du dich? Dieser Natürlich. Film, der... Prochno. Wann lief der? In den 70ern Peters, oder so? Da war ich Teenager. Oder 78, ich weiß es jetzt, müsste ich googeln. Ich war Teenager auf dem Dorf und wusste, dass ich schwul bin, aber irgendwie, es war vorher ein großes Getöse, weil Bayern sich schon rausgeschaltet hatte, bevor der Film überhaupt lief. Und dann habe ich mir das klopfenden Herzens angeguckt. Es war in allen Medien, das ist ein Film, da geht es um Homosexualität, das war damals überhaupt der Skandal, heute sind überall eine Quotentunte. Jedenfalls habe ich das damals klopfenden Herzens gesehen und es hat genau das bedient, glaube ich, was ich in dem Alter brauchte. Große Tragik, große Oper. Mir hat ja schon Mädchen in Uniform mit Romy Schneider und Lilli Palmer gereist. Das habe ich nicht gesehen. Also ich möchte nur sagen an dieser Stelle, wenn ich natürlich so ein Comic, weil ich selber auch gerne Comics gelesen habe, wenn ich so ein Comic 1971 natürlich. In Gummersbach gehabt hätte, ich hätte geweint vor Glück. Da müssen wir nicht drüber. Nein, aber ich möchte dir leid. Nein, Schatz, ich wollte nur sagen, ich möchte dir recht geben. Ich bin jetzt 55 Jahre jung und ich bin wirklich lang genug lesbisch. Und es ist wirklich ein Problem, dass ich seine Comics liebe und ich empfinde, ich kenne keine Entsprechung in der lesbischen Szene. Lesbisch ist immer, sorry. Ich habe bei lesbischen Dingen immer diese Attitüde, immer so eine gewisse Moralinsauerheit, mir fehlt der Humor, mir fehlt auch da die Abwechslung, die Action. In der Manga-Kategorie gibt's gute. Ja, dann empfiehl mir mal bitte einen guten lesbischen Comic. Mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber... Ja, da sind wir schon wieder beim Thema. Nein, es ist schön gezeichnet, es hat mich nicht weggehauen. Mhm. Ich bin dankbar für alle, das fand ich toll, was du eben gesagt hast, man kann es den Eltern gut, wenn Eltern gerne Comics lesen. Also ich habe das jetzt nicht als Geschichte für mich gelesen, ich habe das gelesen, dachte mir so, okay, ich kenne das Prinzip. Es ist halt eine Coming-out-Geschichte, die Gesellschaft lehnt sie ab, sie kämpft sich durch. Das ist so diese absolut typische Klischee-Geschichte. Aber ich denke mal, solche Klischee-Geschichten, solange es noch Leute gibt, die halt das nicht akzeptieren können, solange muss es diese Klischee-Geschichten auch einfach geben, damit man die so lange damit bewerfen, bis sie das verstehen. Du hast völlig recht. Ich glaube übrigens nicht, dass Eltern, die Comics lesen, dass es da sehr viele homophobe Eltern gibt, weil die lesen oft Comics mit Solche Leuten, Aussagen möchten wir hier beim aufgezeichneten TV-Comic-Talk hören. Ja, sie lesen Comics über Leute, die in langen Unterhosen rumlaufen und in knallengen Unterhosen rumlaufen, Superhelden. Also ich, finde also ich glaube, man darf nicht homophob sein, wenn man Comics liest. Wie gesagt, was du alles gesagt hast, das ist alles sehr, sehr richtig und gut. Mich hat der auch jetzt so nicht vom Hocker gerissen. Julie Marot, ein lohnenswerter Comic, aber jetzt nicht so... Der Burner, um mit der Familie Geißen zu sprechen. Wir kommen zu unserem nächsten Büchlein. Sensationell. Saga. Zwei galaktische Völker seit Jahrhunderten verfeindet und eine Liebe, die nicht sein darf. Alana hat Flügel, Marco Hörner wie ein Pan. Und die beiden sind mit ihrem neugeborenen Kind auf der Flucht vor Prinz Robot und seinen Freilanzern. Die Geschichte ist so alt wie Shakespeares Romeo und Julia, aber sie wurde lange nicht mehr so erfrischend erzählt. Der amerikanische Comicautor Brian K. Vaughan hat eine epische Science-Fiction-Fantasy-Erzählung geschaffen. Eine Mischung aus Star Wars und Der Herr der Ringe, nur viel, viel dreckiger und düsterer. Da wird blutig gemordet, geflucht und gefickt. Es wird über die Stränge geschlagen, aber nicht nur erzählerisch, auch visuell. Die gefeierte kanadische Zeichnerin Fiona Staples hat mit der Saga ein surreales Universum geschaffen. Ohne Grenzen. Alles ist erlaubt. Das mag gerade für Comic-Neulinge schwer zugänglich sein, doch einmal in den Bann geraten, lässt es nicht mehr los.
Und wie ist es unserer aufgezeichneten TV-Comic-Talk-Runde beim Lesen ergangen? Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber die dicke Tante ist begeistert und ich möchte bitte sofort mit dem ersten Bild dieser Space Opera hier anfangen. Und zwar sind die ersten Worte von Saga: Kacke ich, es fühlt sich an wie Kacken. Das ist Alana und sie gebiert gerade ihr Töchterchen Hazel. Den Namen haben sie noch nicht, kommen sie später drauf. Ich bin von Sinnen vor Begeisterung. Ich bin wirklich von Sinnen. Ehrlich? Ja, dann komm du und knöter mal hier. Hast du schon das Pullöverchen ausgezogen? Ja. Dann erzähl doch mal, was da so dein Empfinden war. Ich kam da nicht im geringsten rein. Das hat mich, ich finde den richtig scheiße. Echt. Also kacke ich oder nicht. Die Zeichnungen sind natürlich bemerkenswert, gar keine Frage. Also das ist schon gut gekonnt. Aber die Story ist so hanebüchen von allem weg, was mich interessiert. Ich habe das nicht mal zu Ende gelesen. Ich fand das total blöd. Das kannst du ja auch nicht zu Ende lesen, aber es gab zwei Bände. Hat man uns gegeben, zwei Bände. Ich möchte mal ganz kurz bitte nochmal hier zoomen dürfen, was die Helden und Schurken aus dem Buch anbetrifft. Das ist eine Kopfgeldjägerin hier. Die Pirsch. Also das ist einfach, tut mir leid, also diese Ästhetik des Torsos, das ist eine Zeichenkunst und eine Fantasie, da kann ich ja nur weinen vor Glück. Aber was ist die Story? Ja, was ist die Story? Ist Romeo und Julia? Nein. Ein Mädchen mit Flügeln? Nein, so ist es nicht. Entschuldigt, dass ich es so simplifiziert habe. Aber was ist die Story? Wir haben einen galaktischen Krieg und wir haben zwei von jeder verfeindeten Partei, die Soldaten sind in ihrem Volk und sich ineinander verknallen und Vögeln und ein Kind bekommen. Und alle sind hinter dem Kind her und sie müssen fliehen. Und dann haben sich die Leute, diese Fiona Staples, die wirklich sensationell zeichnet, und der Brian Vaughan, der übrigens bei der TV-Serie Lost und bei der TV-Serie Under the Dome auch mitgedacht und gewirkt hat, die lassen sich dann lustige, abwechslungsreiche Abenteuergeschichten einfallen. Genau, das ist es nämlich. Es ist einfach eine hervorragende Abenteuergeschichte, finde ich auch. Also und die noch das wirklich das kleine Wunder hinbekommt, dass sie eben über im Prinzip all die Themen, die wir in den anderen Comics hatten, also diese Themen da alle mit reinpackt, aber an dieser Abenteuergeschichte aufhängt. Und das fand ich wirklich ganz großartig. Ja, also, und es ist auch so, es ist wirklich, sorry. Nein, ich frag nur mal, bist du zum Beispiel jemand, der überhaupt Star Wars guckt? Oder ja, ich habe Star Wars geliebt, aber Star Wars hatte so einen märchenhaften Humor, den ich hier, ich finde, diese Figuren, gut, dann haben die Männer Hörner und die Frauen haben Flügel und ich finde, ich finde es eigentlich fantasielos. So, also um fremde Welten darzustellen, ich meine, die Story ist so nun wirklich nicht neu. Also dass da irgendwie zwei von irgendwelchen da ist ein Krieg und irgendwelche Leute verlieben sich ineinander, das ist nun wirklich nicht neu. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen uns ja auf irgendwas noch verlassen können. Alles andere finde ich sehr neu. Also wenn man zum Beispiel bei Star Wars sieht, dass die sich extra so Klingonensprachen ausdenken und hier sprechen sie Esperanto. Das ist Star Trek. Nein, wo war ich? Wo war ich? Star Trek. Was hatte ich gesagt? Star Wars. Entschuldigung, Star Wars. Ja, ich war bei Star Wars letztes Jahr in Essen und wäre lieber bei Star Trek gewesen. So war es. Ich verwechselt. Ich bin immerhin bei beiden Star drin. Spock ist dein Lieblings-Jedi-Ritter. Das stimmt nicht. Jetzt hast du. Du hast mich wieder eingenordet. Also es gibt Star Wars und dann gibt es sehr viele Folgen von Star Trek. Und bei Star Trek zum Beispiel haben die sich ja dieses Klingonische ausgedacht und geben sich ja sehr viel Mühe, eine völlig fremde Sprache sich auszudenken. Dass die hier einfach mit Esperanto arbeiten, fand ich persönlich lustig. Dann kommt irgendwann so ein Typ, kommt rein, setzt sich hin und sagt, das App will sich nicht laden, habt ihr hier etwa kein Netz? Das finde ich brüllkomisch. Für eine Planeten-Story haben die kein Netz. Ich fand es frisch. Ich finde es auch durchaus politisch modern. Dann habe ich es nicht verstanden. Also ich finde, die Geschichte, die lebt nicht von der innovativen Geschichte, also weil die ist halt wirklich das typische, ne, Liebesgeschichte, verbotene Liebe und so weiter, sondern die lebt von den Charakteren. Das sind die Sachen, die das Ganze wirklich zum Rollen bringen. Also die beiden, die Eltern praktisch, die dann versuchen, ihr Kind zu retten, und mein absoluter Liebling Isabel und die Lügekatze, und das sind einfach so Figuren, die, also man kann einfach keine neue Geschichte erzählen, es geht einfach nicht. Und das ist die Möglichkeit, entweder bleibt man bei dem Altbewährten und versucht das irgendwie aufzupeppen mit, weiß ich nicht, Prostituierten, die einfach nur große Köpfe mit Beinen sind,
oder halt mit sehr ausgearbeiteten oder mit sehr sympathischen Charakteren, von denen man auch wissen will, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz zeigen, weil sie Isabelle sagt. Also Isabelle ist ein Geist. Wir sehen hier, dass ihr der Unterleib fehlt und die Gedärme raushängen, weil sie ist auf eine Tretmine getreten. Finde ich ziemlich modern. Und sie ist in Zukunft, wird sie der Babysitter auch von der kleinen Hazel. Und sie ist ein toughes Weib. Sie gefällt mir. Sie ist auch ein bisschen mein Beuteschema. Sie gefällt mir gut, Alana. Mit den Flügelchen, die stören auch nicht weiter. Hörner, Fenne hätte ich jetzt Mittel gefunden. Und dann gibt's aber eben eine Szene, wo sie ihren Ratschlag gibt. Hier, Isabelle, der Alana. Und dann sagt Alana, na toll, jetzt kriege ich auch noch Beziehungstipps von einer Teenagerin, einer toten Teenagerin ohne Vagina. Das sind doch nicht uncoole Sprüche. Also ich fände es wirklich... Am Anfang ging es mir tatsächlich, obwohl ich es sehr so gut finde, aber ging es mir am Anfang so wie Ralf, dass ich dachte, so dieses grundsätzliche Design dieser Science-Fiction-Welt, das gefiel mir auch nicht. Also diese Flügelchen und die Hörner, ja. Und das war mir auch alles ein bisschen zu simpel. Auch dieser Grundkonflikt, es gibt den großen Planeten und es gibt den Mond und die sind verfeindet und irgendwo finden Stellvertreterkriege statt. Das fand ich jetzt auch nie so wahnsinnig toll, aber darum geht es dann auch ganz schnell nicht mehr. Also eigentlich merkt man, finde ich, ja schon auf den ersten Seiten, dass es nicht um diese Space Opera an sich geht, sondern in dieser Geburtsszene merkt man das ja. Es geht eigentlich um diese Figuren. Und die Figuren finde ich auch ganz großartig. Auch diese Art und Weise, wie die Beziehung der beiden erzählt wird, ist sehr, sehr schön. Also auch sehr modern und sehr echt, finde ich auch. Und das in einer Space Opera ist halt wieder ungewöhnlich. Das fand ich ehrlich gesagt auch. Nun habe ich aber auch noch nie beim Comic, also zum Beispiel, ich habe auch noch nie einen Comicstrip, jetzt so groß Fantasy-mäßig. Ich bin so ein Superhelden-Junkie auch. Und das war das Erste, was ich so in der Richtung las. Und mich hat das wirklich sehr begeistert, auch durch den Witz, wenn ich das nochmal eben ganz kurz hier zeigen darf. Ist doch ein herrlicher Bösewicht, der jetzt gerade dem Protagonisten und seiner Mama hier begegnet. Wenn ihr mal bitte schauen wollt. Ich freue mich schon auf die Verfilmung mit Kalli in der Hauptrolle. Das ist schon Art. Also die Art, also die Kunst von der Fiona Staples ist atemberaubend. Es ist auch so wie es erzählt ist, es ist ähnlich eigentlich wie die Vertigo-Comics, also die Comics des Vertigo-Imprints in den 90ern waren. Also als die sehr, sehr finster, sehr modern, sehr, sehr, sehr neuartig einfach waren. Und Vertigo macht das heute kaum noch. Und dann kommt eben so ein Brian Vaughan daher und zeigt allen nochmal, wie man es wirklich richtig macht. Und also ich finde es wirklich, mich hat es auch vor allen Dingen im zweiten Band dann echt umgehauen. Beim ersten habe ich auch noch so gedacht, ja gut, das ist irgendwie alles schön und gute Figuren und so, und aber sehr geradlinig. Und im zweiten merkt man dann wirklich, wie er auf Touren kommt. Also ja, finde ich auch. Also auch durch den Konflikt mit den Eltern dann. Also ja, und auch wie es erzählt ist. Es wird auf mehreren Zeitebenen erzählt, es ist viel verschachtelter. Und er sagt ja auch selbst in Interviews, er plant immer nur 5 Ausgaben im Voraus. Also so ein Buch hat immer 6 Ausgaben. Und das merkt man beim ersten noch. Auch, dass er nicht wusste, ob nach der 6. Ausgabe das Ganze weitergeht. Also es ist noch so eine sehr gerade Geschichte. Aber dann im zweiten Band, wenn er dann richtig loslegt, da wird es wirklich noch mal viel, viel besser. Ach genau, du hattest ihn gar nicht mehr gelesen, ne, den zweiten Band? Nee, ich habe den ersten schon gar nicht durchgekriegt. So war's. Das hat mich einfach, ist ja egal. Ich meine, es mag ja Qualitäten haben, die Science-Fiction-Fans ansprechen. Ich kann nichts damit anfangen. Das ist mir zu weit weg von allem. Und da möchte ich kurz dem Kai noch mal recht geben, wie nah es dennoch bei einem selber ist. Das hat mich daran nämlich auch beeindruckt. Also ich finde das eben gerade gar nicht so. Es ist gar nicht wirklich so für die Science-Fiction-Fans, weil die Science-Fiction-Fans wollen irgendwie riesige Raumschiffe, die bis ins letzte Detail irgendwie ausgearbeitet sind. So, und hier fliegen Kellerasseln. Du gibst mir gerade das Stichwort. Das finde ich schön. Fliegende Raumschiffe, hochkonstruiert. Was haben wir hier? Fliegende Kellerasseln. Das ist ja alles, das ganze technische Design. Gut, die Schildkröte erinnert ein bisschen an die Elefanten. Jetzt darf ich mich nicht vertun in Star Wars. Habe ich das Nerds jetzt gerade richtig gesagt? Könnt ihr mal der dicken Tante jetzt einen Tapferkeitsapplaus geben? War doch nur meinem Sauerstoffmangel geschuldet. Aber hier fliegende Kellerasseln, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ich hoffe, dass ich jetzt die Szene... Bitte sprecht weiter, ich suche auch noch eine Szene. Die Science-Fiction-Fans, also denen wird ja zumindest immer gerne nachgesagt, dass sie so dieses Technische mögen, dieses ganze sehr Detaillierte und so weiter. Und das ist das ja überhaupt nicht. Also mit Science hat es ja eh nichts zu tun, aber das ist ja ähnlich wie bei Star Wars eigentlich. Das Raumschiff ist ein Baumschiff.
Ja, und das andere sieht aus wie so ein verunglückter Hubschrauber. Und, ja. Also es ist wirklich lustig. Ich fand es richtig gar nicht so lustig. Nerdig. Und bunt deswegen, und schön gemalt. Also ich finde, es gehört auch nicht wirklich in die Science-Fiction-Kategorie, weil wie der halt Name schon sagt, Science-Fiction, es geht darum, irgendeine fiktive Wissenschaft sich genau anzugucken. Deswegen ist ja auch Star Trek mit diesem ganzen Gebabbel da für manche Leute total interessant. Und das ist einfach eine Geschichte über zwei Leute, die versuchen zu überleben und ihr Kind zu schützen. So vom Prinzip her kannst du das zusammenfassen. Das könnte auch ein Western sein oder ein Krimi sein. Das ist eigentlich egal. Also das Genre ist fast wurscht bei der Geschichte, sondern es geht wirklich um diese Figuren, wie die miteinander umgehen, wie die auch wachsen an dieser Aufgabe mit dem Kind. Und also eigentlich, ich stehe gar nicht so auf Geschichten mit kleinen Babys und so, das nervt mich immer sehr schnell. Aber da finde ich es richtig gut. Ja, und jetzt darf ich aber nochmal, weil ich mich wirklich nicht, ich habe noch nie, bis auf eben meine ganzen Superhelden-Comics aus der Kindheit und jetzt auch noch dank Panini, schön frisch neu aufgelegt. Nein, ich habe noch nie eine Graphic Novel, eine Science Fiction oder Fantasy, noch nie gelesen. Immer nur die realistischen für Erlangen. So, und ich bin total verliebt in diese Bilderwelten und in diese Farben und in diese Ideen, weil Prinz Robert, wenn wir das nochmal kurz sehen dürfen, Prinz Robert der Vierte, das ist halt ein Typ, der hat so New Romantic technisch eine alte Uniform an, so Fritz, lange Fritz technisch und sein Kopf ist aber ein Monitor und hier hat er Diarrhoe und ist auf dem Klo und ist am Kacken. Entschuldigt, wenn ich so fokussiert bin auf das Kacken, ich finde es einfach nur so ungewöhnlich, dass auch eben Ficken, er ist auch sehr sexuell, also es geht auch richtig zur Sache, er ist sehr sexuell, die Leute sind eben am Kacken, was unser Filmsprecher eben schon sagte, er ist sehr frech, er ist auch frivol, er ist, oder wie hieß es gerade, dreckig, er ist dreckig, aber er ist auch wirklich romantisch, er ist zart, also ich bin begeistert über alles, was da drin ist. Dieses Vulgäre fand ich am Anfang ehrlich gesagt ein kleines bisschen störend, aber wenn man dann einmal drin ist und dann sich praktisch an diese Welt und diese Aussprache und an die Thematiken gewöhnt, dann ist es auf einmal, dann passt es wieder. Dann ist man bist drin. Du denn wenigstens noch bis in den Puff gekommen, wo der Mann die Flasche im Anus hat? Ich muss es nochmal lesen. Ich glaube aber auch, du musst es nochmal lesen. Ja. Ich komme auch langsam in Zweifeln, ob ich nicht zu schnell die Geduld verloren habe. Ja, eventuell. Aber Kind, ich wollte dich wirklich nochmal gefragt haben. Guck mal, dann lachst du. Ist das im ersten oder im zweiten Teil? Ist es im ersten oder im zweiten Teil? Du liest es jetzt bitte nochmal ganz von vorne. Und gehst nochmal rein in die Geschichte, dann guckst du mal. Es ist, glaube ich, im ersten. Nein, aber ihr Manga-Ka. Ja. Ich glaube, ihr habt auch mehr so, wenn überhaupt, Blümchensex, ne? Romantische Küsschen und so. Oder dann hilf mir, du sagtest ja eben, es gibt... es gibt verschiedene Kategorien. Ja. Weil wir haben gerade in diesem Manga-Bereich gibt es halt verschiedene Unterkategorien. Es gibt Shoujo, es gibt Shonen, ne, für Jungs und für Mädchen. Dann gibt es Shonen-Ai für Mädchen, die auf Jungs stehen, Aber diese ganzen Role Models muss es haben. Ich wollte einfach nur wissen, ob ihr harten Sex in den Mangas seid. Das ist halt unterschiedlich. Je nachdem, welche. Das tut doch immer weh, oder? Je nachdem, welche Zielgruppe. Ja, die haben doch immer Sex mit Tentakeln, oder? Also, so kenne ich das. Was die hier alles wissen in also das ist halt, es kommt halt aufs Genre an. Also okay. Man findet in einem romantischen Shoujo-Zeugs findest du maximal Blümchensex oder Händchen halten. In einem knallharten Hentai, so nennen sich die Dinger, findest du Tentakel und Gangbang und allen Spaß, den man sich vorstellen kann. Und nicht nur einen Tentakel, genau. Also das ist halt... Wie du schon mit dieser gebrochenen Stimme sagst, Tentakel? Ich komme gerade nicht, aber auch auf ganz neue Ideen, wenn du mal es gibt auch Hardcore Yaois, wo es Hardcore-schwulen Sex gibt. Mit Filmrollen, die sich irgendwie... Ich habe es verstanden. Ich habe bitte zum Abschluss unserer, wie ich finde, sehr netten und fröhlichen Runde, darf ich mal an den Kai Meier eine Frage fragen? Das darfst du. Der du ein, was hast du gesagt, Fantastikautor bist. Wie hieß das? Ich nenne es Fantastik einfach als Oberbegriff, weil bei Fantasy viele Leute nur noch an Orks und Elben und Schwerter denken. Ja. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich schreibe. Gut, also das ist ja jetzt speziell auch Fantastik, oder? Was wir hier in der Saga haben. Das ist Science Fiction, das ist Fantasy, das ist eine Mischung. Ja. Deshalb, aber der Übergriff könnte durchaus als Fantastik natürlich, auch natürlich. Ich möchte bitte etwas wissen. Das kleine, naive Helly. Wie kommst du auf deine Ideen, wenn du dich für einen Roman hinsetzt? Wieso weißt du diese Welten? Wo kommen die her? Wie kann man so eine Fantasie haben? Also vieles ist ja ein Abstrahieren von realen Dingen. Und das merkt man darin ja auch. Also vieles ist dann ja einfach überhöht. Also man sucht sich bestimmte Dinge, die es in der Wirklichkeit gibt, und überhöht sie einfach immer weiter, bis irgendwann was Neues dabei rauskommt.
das fängt ja hier schon an bei den Sexszenen, die zum Teil eben völlig überhöht sind und in sowas fast schon Fantastisches gehen. Und natürlich geht weiter bei den Welten. Und also so ist es eigentlich. Ich nehme mir einfach Dinge vor, die manchmal eben in der Realität existieren und verdrehe sie und blase sie auf und mache da irgendwas anderes draus. Und manches kommt auch einfach so. Das ist einfach und wie ist es bei dir? Du erzählst eigentlich normale Geschichten, nur ein bisschen in anderen Welten? Ja, das kommt halt darauf an, woran ich gerade zeichne. Aber vom Prinzip her ist es auch dasselbe. Man hat halt seine Grundsituation. Also ich fange eigentlich immer mit Charakteren an. Ich denke mir Charaktere aus, die es vielleicht in einer bestimmten Art und Weise auch geben könnte, gibt dann irgendwelche überzogenen Attribute oder Charakterzüge und dann werfe ich die in die Situation und dann versuche ich halt, jetzt, wenn wir wieder bei Grablicht sind zum Beispiel, versuche ich ein bisschen Absurdität in diese Fantasy-Vampir-Romanze reinzubringen, indem die zum Beispiel zum Zahnarzt gehen müssen oder halt das finde ich lustig, Vampire beim Zahnarzt. Das oder Anträge ausfüllen müssen, um einen neuen Vampir zu erschaffen, solche Geschichten. Oder halt beim Webcomic da dieses innere untote Kind. Das kommt halt alles irgendwann zusammen. Okay, ja, und du brauchst ja eigentlich nur um die Ecke zu gehen in Köln. Ne? Hast du deine Geschichten liegen immer auf der Straße, lagern, also, bevor du dich zu Jeans begabst und zu Adam und Eva. Also ein großes Glück ist, glaube ich, für jeden Autor oder Zeichner, wenn man Charaktere sich ausgedacht hat, geschaffen hat, die man dann mehrfach verwendet und die dann einen eigenen Charakter kriegen. Ich glaube, dass Charles Schulz zum Beispiel nicht so viel Mühe hatte, seine Peanuts zu zeichnen, weil die einfach anfingen zu leben. Also wenn Linus das sagt, dann sagt Charlie Brown das. Das geht dann einfacher. Und das ist bei mir, wenn ich das habe, bei Cornel und Paul zum Beispiel, diese beiden Figuren, die ich da seit langem leben lasse, dann ist klar, Paul sagt dies, Konrad sagt darauf das und Paul sagt das. Das geht, das ist eine große Dialog-Selbstverständlichkeit, die dann läuft. Und das, dann habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich mir die Dinge so mühsam ausdenken muss, sondern die gerade laufen bei Dialogen dann einfach. Geht mir das nämlich auch so. Also und das habe ich im Moment auch den Eindruck bei Vaughn und Staples, da, wenn du sagst fünf, da kommen nur noch drei oder was? Nein, er wusste am Anfang nicht, wie viele es werden und er hat gesagt, er plant immer nur 5 Hefte im Voraus. Ah, so. Aber mittlerweile, das heißt, sind, theoretisch die, mittlerweile 30... sind sie schon bei Heft 18, glaube ich, in Amerika. Ach du lieber Himmel, okay. Also hier sind ja jeweils 6 drin. Ne? Okay. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Du versuchst es eventuell nochmal, dich reinzulesen. Hm. Gibt es eine Knollennasen-Version davon? Vielleicht verstehe ich das besser. Ja, ihr lieben Netzstecker, unsere Zeit ist begrenzt, deswegen verabschieden wir uns noch jetzt hier von euch, bedanken uns herzlich hier bei unserem Publikum in der Buchhandlung Ludwig in Köln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tausend Dank an meine wunderbaren Gäste hier heute Abend bei meiner kleinen Premiere. Ich hoffe, es gibt noch viele schöne solche Talks und ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Vielen Dank, kommt gut nach Hause, schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, wo immer ihr seid. Tschüss!